Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute könnt ihr mir bei diesem Bild über die Schulter sehen und ja, es ist irgendwie etwas ungewöhnlich geworden. Aber auch das darf sein. Ja, es hat alles seine Berechtigung und alles darf eben kommen, wie es kommt. Und bei mir ist es diesmal dieses Bild geworden. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen, beim Selbermachen, beim Kreativsein, bei eure Energie laufen zu lassen, einfach zu sehen, was daraus wird und kommen lassen. Ja, über einen Daumen hoch, ein Abo und oder einen netten Kommentar von euch freue ich mich wie immer sehr. Und schon geht's los. Ja, und schon geht's los mit dem ersten Farbauftrag. Hier ist es das Türkis, das ist ja eine meiner Lieblingsfarben, Blautöne generell. Und da lege ich einfach mal so Farbfelder an, schattiere das Ganze noch etwas dunkler ab mit einem dunkleren Blauton. Ja, lasst es laufen und probiere einfach hin und her, sehe mir das Ganze an. Und wenn es mir gefällt, lasse ich es. Wenn es mir nicht gefällt, dann verziehe ich das weiter wie hier. Einfach nach unten gezogen. Die Farbe, die sowieso zu viel ist letztendlich, legt dann noch etwas drauf. Wenn man hier Wasser rauflegt, das seht ihr, dann hält das Ganze wieder auf. Jetzt von der anderen Seite wieder einen anderen Blauton. Leider seht ihr nicht alles. Tja, der Ausschnitt war nicht sehr gut gewählt, aber hier seht ihr das jetzt. Ja, hier lege ich nochmal so einen ganzen hellen Blauton an und gehe dann nochmal mit einem Lila rein. Und es ist doch wunderschön, wie das Ganze verläuft. Ja, das habe ich schon oft gesagt und ich kann mich nicht genug wiederholen. Ich sehe da so gerne zu, wenn es so verläuft und ineinander läuft die Farbe. Beobachte das sehr, sehr gerne. Es macht einfach so richtig Spaß. Hier lege ich mir nochmal etwas Wasser oder ja mit etwas Lila an. Dann nochmal einen Blauton hinein. Verziehe den Wassertropfen wieder nach unten weg und gebe nochmal etwas Blau dazu. Eigentlich könnte ich hier schon aufhören, aber ich wollte das noch etwas anders haben. Also habe ich mit der Farbe weitergemacht, bis mir das Blau dunkel genug war. So, hier noch etwas. Dann noch etwas mit Wasser verzogen, noch etwas Dunkles rein und ja, ich habe einfach mit der Farbe gespielt und das finde ich macht am meisten Spaß. Mit der Farbe spielen, sehen was rauskommt, sich ausprobieren, das Material ausprobieren und dann immer wieder mal dazwischen einen Schritt zurückgehen und das ansehen und genießen. Vergesst das Genießen nicht. Hier mache ich so manchen harten Rand wieder weg. Also ich nehme noch etwas Wasser und lege dann einfach etwas Wasser drauf. Und so kann ich die harten Ränder sehr schön mit rausarbeiten. Ja, ich brauchte noch einen Gegenpol. Und ich habe mich für das richtig kräftige Rot entschieden. Und habe aber da wirklich nicht so viel gemacht, sondern nur zwei so Farbfelder und etwas verzogen. Mehr ist es nicht, muss es auch nicht sein. Jetzt habe ich es sehr, sehr gut trocknen lassen. Und ihr seht, ich fange mit dem 03er schwarzen Feinliner, der ist wasserfest, an, von Staedtler. Ich liebe ja diese Stifte, wer mich kennt, weiß das. Und
Ja, da gibt es ja so viel verschiedene Stärken, ganz, ganz fein und zart, auch dickere. Später kommt noch von Faber-Castell der Pitt Artist Pen dazu. Der hat so eine Pinselspitze und da kann man wunderbar Schatten malen. Aber jetzt erstmal hier mit dem Staedtler. Und das mache ich dann so lange, bis ich sage, naja, okay, jetzt lasse ich erstmal das und dann mache ich auch noch mit was anderem weiter. Das seht ihr gleich. So, yeah, Gold. Dieses Gold ist von Painter Sisters Neues. Das sind die Aquarellfarben Metallic. Und die sind richtig, richtig gut. Ich habe mir jetzt neulich nochmal andere Metallic-Farben gekauft, Aquarellfarben. Ich stelle sie euch dann vor, wenn ich damit mal ein Bild male. Da sind auch Grüntöne dabei und ach, alles Mögliche. Und wenn ich die ausprobiere, dann stelle ich sie euch vor und sage euch auch die Nachteile, wenn es welche geben sollte. Oder eben auch die Vorteile oder freue mich einfach nur dran. Ja, das kommt demnächst. Aber hier jetzt erstmal von, das ist das Neueste, die Metallic Aquarellfarben und die finde ich richtig gut. Die sind auch sehr schön deckend. Und wie ihr seht, ich lege praktisch so unregelmäßige Kreise an. Zuerst dachte ich, ich lasse das Rot frei, aber irgendwie war es das nicht. Und dann habe ich einfach mit den Kreisen weitergemacht. Das sieht fast aus wie ein Schwamm zum Schluss. Und ihr seht, wie toll das deckt und wie schön das Gold ist. Da sind eben verschiedene Goldtöne drin, etwas helleres, ein dunkleres Gold. Also für jede Gelegenheit, für alles, was man denn malen will, ist das richtige Gold dabei. Auch so ein, wie sagt man, Elfenbein oder wie soll ich sagen, aber eben auch in Metallic wunderschön zu malen. Ja, ich habe es jetzt sehr gut trocknen lassen und hier seht ihr, lege ich etwas Wasser drauf und etwas dunklere Farbe. Also ich betone mir so manche Stellen wieder mit etwas Dunkelheit, verziehe das Ganze wieder mit Wasser, sodass es keine großen Ränder gibt oder viele Ränder gibt. An sich sind Ränder ja überhaupt nicht schlecht, das ist alles gut, aber manchmal mag ich sie eben nicht und das kann man damit sehr, sehr gut steuern. So, wieder Wasser drauf und jetzt die Farbe und die verläuft so wunderschön, ganz smoothie, ganz weich, ganz tollen Verlauf. Ja, und da arbeite ich mich jetzt rundherum letztendlich. Und da lasse ich euch jetzt ein Stück weit zusehen und dann melde ich mich wieder.
dieser Farbauftrag ist jetzt auch wieder sehr, sehr gut trocknen. Ein Tipp, lasst die Farbaufträge dazwischen immer sehr gut trocknen. Auch den wasserfesten Feinliner lasst ihn sehr gut trocknen. Ich habe das schon gehabt, dass der wasserfeste Feinliner, wenn ich zu schnell weitergemacht habe, sich doch etwas angelöst hat und naja, dann ist es eben etwas grau geworden. Ist auch nicht schlimm. Wie ihr wisst, macht mir das nichts aus. Ich arbeite das einfach in das Bild wieder mit ein und es ist oftmals eine Bereicherung. Aber wenn ihr das nicht haben wollt und auf der sicheren Seite sein wollt, dann lasst wirklich alles sehr, sehr gut trocknen und dann passiert euch so etwas nicht. Hier habe ich jetzt erstmal die ganzen Kreise innen nochmal umkreist. Ja, die mache ich jetzt alle so. Ich wollte so einen kleinen 3D-Effekt haben. Auch, dass man die untere Farbschicht, die eben auch heller ist oder eben andersfarbig ist, dass man das auch noch besser wahrnimmt. So. Und jetzt hier, wie ich vorhin schon sagte, ist der Bit Artist Pen von Faber Castell mit der Pinselspitze und da mache ich wie so einen Schatten. Also wirklich nur auf einer Seite. Und es gibt dem Bild noch etwas mehr Tiefe. Und es ist eine gute Übung, eine gute Hand-Augen-Koordinationsübung. So, das mache ich jetzt in den überall in den Kreisen. Entschuldigung, hier in meinem Zimmer ist etwas trocken. Ich glaube, ich hole mir hier noch was zu trinken und dann male ich heute noch. Ich habe nämlich ein Bild vorbereitet, das war jetzt sehr lange mit Acryl diesmal und ich sehe zu, dass ich das fürs Wochenende ein Video schneide und eben dann hochlade über dieses Bild, weil das ist mal wieder ganz was anderes, als ich sonst mache. Einfach, ja. Ja, ihr werdet sehen. Seid gespannt. Es ist ein etwas längeres Video, nehmt, also bringt etwas Zeit mit, um es anzusehen. Aber es lohnt sich, wie ich denke. Und schon sind wir hier gleich fertig. So, wirklich nur die eine Seite, seht ihr, wirklich nur die Hälfte, nicht ganz rundherum. Das würde den Effekt zunichte machen. Und hier verstärke ich das Ganze auch noch. Wie ihr seht, den Unterschied zu dem verstärkten und dann den oberen Teil, wo ich das noch nicht verstärkt habe oder noch nicht schattiert habe, das ist schon enorm, also das macht schon einiges her. So. Und das geht mit dem Stift wunderbar. So, auf der anderen Seite mache ich jetzt eben die feine schwarze Linie und grenze das so immer weiter ab. So. So ein paar Kleinigkeiten, die mir noch auffallen, wo es mir noch nicht schön genug ist. Die werden noch etwas nachgearbeitet. Ja. Und jetzt wieder meinen Signo Uni Ball. Das ist in Weiß. Später auch noch in Gold, aber jetzt erstmal in Weiß. Und ihr seht, je mehr das ich hier mache, je mehr das ja das Gold nach vorne kommt. So, und wirklich nur die eine Seite. Ich lasse auch den feinen
schwarzen Strich stehen. Das finde ich ist ganz wichtig, damit ich den gewünschten Effekt habe. So, und hier mache ich mit dem weißen Stift jetzt nochmal eine Abgrenzung. Zack. Ja, und dann habe ich überlegt, wie soll es weitergehen? Also dieses Bild, das hat also wirklich Zeit gebraucht. Ich habe da bestimmt einen halben Tag immer wieder weitergemalt. Es war vom Gefühl her lange einfach nicht fertig. Wie ihr seht, habe ich dann nochmal begonnen, die verschiedenen Farbfelder eben zu umranden. Anfangs dachte ich mir, das mache ich diesmal nicht. Aber wie so oft, eins ergibt das andere. Und ja, da war das auf einmal ganz wichtig. Das musste dann einfach sein. Das ist das Bauchgefühl. Das Bauchgefühl, wenn man drauf hört, sagt genau so, weitermachen, aufhören, es reicht. Das Gefühl muss gut sein, es muss positiv sein. Man muss sich ja freuen drüber. Dann weiß man, dass das das Richtige ist. Ja, es war immer noch nicht fertig, also noch ein paar Muster. Es wäre auch so schon schön gewesen, aber für mein Empfinden eben noch nicht fertig, wie ich gerade gesagt habe. Das war es einfach noch nicht. Und da ich ja auf mein Bauchgefühl höre, mache ich ganz einfach weiter. Und ihr wisst, Kringel, Kreise, ich liebe das. Das ist so toll, die zu malen. Es macht sowas von Spaß. Versucht vielleicht mal für euch die verschiedensten Kringel zu machen, also mehr rund, dann oval. Ach, es gibt so viele Möglichkeiten, ja, die Kringel auszureizen, möchte ich fast sagen. Und sie sehen immer wieder neu, immer wieder toll aus. Mit Schattierung, ohne Schattierung, mit weißem Gelstift, ohne weißem Gelstift. Also probiert einfach aus. Muster generell ausprobieren ist eine tolle Sache, weil da bekommt man so einen richtigen Ideenpool zusammen mit der Zeit. Also wenn man das öfter macht, dann ja, ergeben sich oft ganz überraschende weitere Muster, die man dann wieder in einem anderen Bild ja, mit einbeziehen, mit einbinden kann. Ja, jetzt wieder der weiße Stift. Einfach nur Kreise. Seht ihr? Etwas dicker. Lasst es aber dann sehr gut trocknen. Wieder mal. Weil wenn ihr mit dem wasserfesten Feinliner reingeht, muss es trocken sein, sonst verschmiert euch der Feinliner. Und wenn ihr den nicht gleich sauber macht, dann wird es trocken und ja, dann geht der einfach nicht mehr. Dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Hier seht ihr, mache ich auch gleich so einen kleinen Schatten innen in der Kugel, in dem Kreis. Mache ich gleich fertig. Nicht so, wie ich es oft mache, dass ich das umrande und dann den Schatten mache. In dem Fall habe ich den Schatten wirklich gleich mit reingemalt. So. Und ihr seht, es wirkt schon kompletter. Es wirkt schon ganz anders. Ja, hier noch ein paar Striche in Weiß. Das Hell und Dunkel, das Spiel mit den Hell und Dunkel, mit den Schatten. Das ist das, was ein Bild dann auch noch interessant macht. Also nur zu, traut euch, es kann nichts schief gehen.
du wieder Punkte. Aber das hat mir nicht gefallen. So, was machst du draus? Tja, wieso Sterne? Sternenhimmel, warum nicht? Blau, Sternenhimmel passt. Und so habe ich das nochmal, ja, habe ich einfach noch ein paar so Sterne, ganz einfache, mit dazu gemalt. Punkt reingesetzt und dann einfach nur zack, 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 zack. Ihr seht, es ist kein Hexenwerk, wirklich nicht. Die Sterne habe ich dann noch etwas verstärkt. Hier seht ihr das, dass ich wirklich nur auf einer Seite der Sterne noch so einen kleinen schwarzen Strich mache. Ihr seht das sehr gut. Und das gibt dem wieder etwas mehr Tiefe. Einen schwarzen Punkt in der Mitte. Ja. Die anderen umrande ich nicht ganz, sondern nur zur Hälfte die Punkte wieder. Wie in Schatten. So. Zack, zack, zack. Und jetzt suche ich mir den goldenen Stift raus. Da mache ich auch dazwischen so ein paar goldene Punkte. So. Und die bekommen auch noch einen kleinen Schatten auf der gleichen Seite wie die weißen. Und schon ist das Bild fertig. Im Nachspann seht ihr jetzt dann noch die Detailansichten. Viel Spaß beim Ausprobieren und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!